kriegen wir Ärger und der Typ könnte vielleicht ausbrechen. Andererseits, so, Leute, hattet ihr schon mal einen Monat dieselben Klamotten an? Das ist auch nicht gerade schön. Das ist nämlich ziemlich dufte, das Muss Ganze. das jetzt Wir sein? reden erstmal nochmal mit ihnen und. Ach, scheiß drauf, wir bringen ihn die Schatulle. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht Gut. leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich. Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle. Klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen. Beweg dich! Okay, Leute, ich glaube, wir können den Spieß umdrehen. Neue Quest, Romanovs Seemannskiste. Und wisst ihr, was gut ist? Wir haben jetzt den Schlüssel. Und hier ist Sergio, mein Freund und Brudel. Okay, automatische Speicher mal wieder. Irgendwie immer an dieser Stelle. Auf jeden Fall, wisst ihr, was gut ist? Wisst ihr, was sehr, 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 sehr gut ist? Am Hafenkai, ne? Also hier irgendwo. Oben ist die Truhe, lass mich mal rein. Und das Gute ist, da wir den Schlüssel. Raus! Wie raus? Ach, Typen, halt! Das Lagerhaus untersteht dem Orden. ich gehöre dazu. Trotzdem kann ich dich nicht reinlassen. Warum nicht? Ich habe schon genug Ärger. Was hast du für Ärger? Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Okay. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut. Wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Gut. Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und drei große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Ich werde die drei Goldschalen für dich auftreiben. Das würde mir gefallen. Doch bei dem ganzen korrupten Pack hier in der Stadt wird das keine einfache Sache. Die Banditen werden genauso hinter den Schalen her sein wie wir. Also riskiere nicht zu viel, wenn dir deine Haut lieb ist. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wo finden wir die Rüstungsplatten denn? Ich habe schon von den Rüstungsplatten gehört. Es hat sich also inzwischen rumgesprochen. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist höchste Zeit, dass etwas dagegen unternommen wird. Lukor steckt hinter der Sache. Sprich mit ihm und finde raus, wo die fünf Platten sind. Ja, gut, und wo ist Lukor oder. Ah, okay. Lukor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. Ich besorge dir die fünf Rüstungsplatten, das haben wir ja schon gesagt. Lukor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. So? Dann sorg dafür, dass er sie nicht bekommt. Moment Sie mal. gehören dem Orden. Also bring sie mir. Okay. Ich besorge dir die fünf Rüstungsplatten. Gut, aber sei vorsichtig. Freiwillig wird dieser Bandit sie bestimmt nicht hergeben. Ich hätte da nämlich mal eine kleine Frage, und zwar, wer ist Lukor? Wo finde ich den jetzt überhaupt? Also ich finde das ein bisschen schade, dass, weiß ich nicht, dass das zum Beispiel nicht so wie in Fable ist, dass uns der Weg angezeigt wird. Hallo, ist Lukor hier irgendwie irgendwo? Ordenskrieger, Ukos. Vor dem Typen habe ich. Oh, er steht auf. Ich habe Angst. Dann gehen wir mal hier hoch. Da wird uns bestimmt keiner dran hindern. So, was haben wir hier? Bett Buddies Truhe. Ach, der Von wohnt hier. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Tja, Schlösser knacken können wir leider immer noch nicht. Von Tür Schlösser auf. knacken verstehe ich nichts. Gut. Schade. Also, wenn wir irgendwann Schlösser aufknacken können, dann werde ich auf jeden Fall. Schnell! Okay, dann werde ich auf jeden Fall Weg mit dir! Was ich jetzt sagen wollte, dann werde ich auf jeden Fall mal ein paar Türen öffnen, die bisher verschlossen bleiben. Aber wir kommen auch so an die Seemannstruhe, das weiß ich doch. Das ist sie bestimmt, ne? Oder? Und jetzt muss ich. Ja, okay, nee, hier war ich wohl schon. Ich darf mich nur nicht beim Diebstahl. Ah, da ist sie, Romanovs Truhe. So, und jetzt schauen wir mal, was ist denn so wertvoll? Knochen, Wolfsfell, Romanovs Schatulle, Goldmünze. Okay.
Was haben wir hier? Eine Truhe. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Die ich leider nicht aufbekomme und sonst war's das eigentlich. Dann, Schrank nochmal. Da schauen wir nochmal nach. Da haben wir nochmal nix. Aber ich war hier auch, glaube ich, schon mal. Und das heißt, wir können eigentlich jetzt, Theo... Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Genau, danke. Da wurde ich ja höflich begrüßt. Auf jeden Fall werde ich jetzt schnell verschwinden, bevor mir eine Wache irgendwie ans Leder will. An die Wäsche will, sozusagen. Wow! Raus! Ordenskrieger, ja, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg! Weg mit dir! Oh, Leute, ey, da wollen sie mich aufspießen, die beiden. So, Lukor, da bist du ja, du. Bist ein bisschen betrunken, kann das? Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt dir nicht das, was ich dir zahle. Also ja. Vergiss Carrasco und bring mir, was ich haben will. Aber, okay, Luco oder Carrasco. Und das Witzige ist, ich habe noch nicht eine der Platten. Dann würde ich sagen, diese Quest verschieben wir ein bisschen und ich weiß auch nicht, für wen ich mich da jetzt entscheiden will. Ich glaube, entweder, ja, Banditen oder, Ordenskrieger. Da entscheidet sich so ein bisschen, auf welcher Seite ich bin. Das ist ein bisschen wie gut oder böse. Das ist wie, weiß ich nicht, bei Star Wars grünes oder rotes Laserschwert, ne? So, damit ihr mal diesen Vergleich habt und das verstehen könnt. Und, oh, hier, oh, das sah gerade awesome aus. Richtig episches Wasser hier, dieses an den Seiten. So, bam, kommt das nochmal? Ich will das nochmal sehen, bitte, 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 bitte. Komm. Ach, schade, aber hier ist es nochmal. Oh, das leuchtet so schön hell in der Nacht hier. Zack, so muss das sein. So, mit Romanov reden wir jetzt. Was ist denn in dieser Schatulle? Also, ich habe ihm... Ja, genau. Ja, das, genau. Hier hast du deine Schatulle für den Don. Ich werde auf jeden Fall die Konsequenzen tragen und es ist auf mich. Es ist für mich kein Problem, wenn er da jetzt irgendwie eine Waffe zückt. Ich bin bereit für den Kampf und ja. Hier hast du deine Schatulle. Falls er uns verarscht. Hast du sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Nein. Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut. Dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Okay. Lass mich raten. In der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Oh, oh. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten. Ich glaube nicht. Wer hat dir das verraten, du Bengel? Was? Schlag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Auf jeden Fall. Abgemacht. Ja, wie? 300 Gold, das war's hier. Und, ja, das war ja... Das ist ja... Der Romanov ist ja ein netter Mann. Der hat mich nicht verarscht, der hat mich nicht angegriffen, das war's jetzt eigentlich. Also, Dick, du könntest deinen Schlüssel jetzt zurückhaben, wenn du willst. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja, Dick, entspann dich erstmal nochmal schön hier bei Annika, ne? Annika war das, ne? Jo. Ach ja, die Annika, die kennt man ja schon. Dann würde ich sagen, ich mach mal weiter, ne? Aber womit? Hafenstadt, die Karte der Insel. Nelson... Wird mir eine Karte der Insel zeichnen. Stimmt, das habe ich auch noch. Carrasco will die Rüstungsplatten. Gegenseitige Hilfe. Finde den Mörder von Hemmler. Also in der Vulkanfestung habe ich noch ein paar Aufträge. Bring Wiesel die Pakete zurück. Aber das Problem ist, bei der Vulkanfestung, da müsste ich ja jetzt erstmal wieder relativ lang zurücklaufen, oder? Ich guck mal auf der Karte. Ich bin hier... Da oben ist die Vulkanfestung. Da ist das eine Banditenlager, da will ich am besten nie wieder hin, weil das war richtig, richtig scheiße, der Aufenthalt dort. Sergio! Oh, was haben wir hier? Heilkraut, nehmen wir mal mit. Sergio! Ja? Mein Freund, du bewachst hier die Schiffe? Du bewachst hier die Schiffe? Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Okay. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Ja, was heißt unter anderem? Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Oh. Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Gott. Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun... Das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen.
Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Ja, ich merke schon. Schauen Sie mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Oh Mann, also ich glaube, die Ordenskrieger sind alle nicht so ganz helle im Kopf. Auf jeden Fall der Sergio eben. Ja. Und so langsam fühle ich mich ein bisschen, ja, nicht vom Spiel verarscht, aber es ist seltsam. Es ist einfach irgendwie ein komisches Gefühl geworden. Ich meine, ich rede mit dem und also erstmal verarscht mich der Romanov, beziehungsweise habe ich viel komplizierter gedacht, als es hätte nötig sein müssen. Und jetzt kommt auch noch dieser andere hier da, der Sergio, und sagt, boah, weißt du, dass ich Ordenskrieger bin? Ja, das hat man noch gesehen. Sabrosa, dich kenne ich doch auch noch. Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay, er hat keine Zeit. Hier war mal ein Bandit. Ich frage mich, ob der hier noch steht. Nein, 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 nein. Haben wir ja hier haben wir noch den Mann und seine kranke Frau, Arno. Ich kann dir nicht helfen. Und deine kranke Frau? Moment. Okay. Ich will doch nur schlafen. Gut, die will schlafen. Es ist Nacht. Was bist du? Du bist ein Huhn. Haha. Hör auf mit dem Mist. Ups, tut mir leid. Ich habe das Huhn getötet. Aber es hat mir zehn... Okay, da ist die kranke Frau schon aufgestanden, also da sollte ich wirklich aufpassen. Wer bist denn du? Bauer. Wolltest du was? Nö, ich will nix. Man könnte hier natürlich richtig den Streit verursachen, könnte... Was ist los? Ignorier's. Man könnte hier natürlich... Ja! Die, hau nur ab! Die Kühe hier angreifen, aber guckt, ihr seht schon, wie hier alle auf mich losgehen. Ich werde erstmal die Stadt verlassen. Hallo? Kann ich die Stadt verlassen irgendwie hier? Schlösser knacken, verstehe ich. Hallo. Hau schon ab. Beziehungsweise, wie komme ich hier denn jetzt nochmal raus? Muss ich mit der Wache reden? Oder kann ich einfach hier so hoch? Ah, das ist ja auch mal ein Weg, da war ich glaube ich noch gar nicht. Ah, was haben wir denn hier? Stuhl. Fiedel. Raus. Fiedelbogen. Du Dieb. Jetzt ich mach dich fertig. Oh oh. Oh oh, verdammt. Nein, Wache, lass mich in Ruhe, du. Shit. Also ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem. Das nennt sich, ich bin gleich wahrscheinlich kaputt. Also ich denke mal, der wird mich... Nein, du darfst mich nicht besiegen. Verdammt, ich krieg den. Leute, unsere Waffe ist gut genug und wir haben Tränke. Zack, ich muss den nur einmal treffen. Aber er blockt mich und ich kann ihn nicht blocken. So, jetzt. Und einen kleinen Trank. Trink. So, wow. Zieh die Waffe wieder und... Das war's mit dir, Wache. Und hör mir zu, ich werde dich jetzt nicht töten, sondern dein Gold nehmen, dein Schwert nehmen. So, haha, ich hab dazugelernt in Risen, ja. So, und bevor du gleich wieder aufstehst, bin ich auch schon wieder weg. Schnell, runter hier. Und es hat niemand was gesehen. Ein Duell unter zwei Männern, wie sie es gehört. Du warst die Wache hier. Ja, das ist jetzt doof. Könntest du denn mal irgendwie wiederkommen, oder... Oh, der da will gegen mich kämpfen. Ich habe das Gefühl, ich habe mir hier gerade keine Freunde gemacht. Komm her, du Feigling. Moment. Oh, da ist Sergio wieder. Nicht Sergio, sondern die Wache. Na, willst du eine Revanche ohne Schwer... Raus! Hallo, was willst du von mir? Ich gehe raus. Komm. Schon, bleib stehen. Hallo? Was wollen denn die Leute hier alle von mir? Ich habe doch... meine Waffe zurückgesteckt. So, gib Gas, Wache. Ich brauch dich. Hallo, lass mal reden. Verschwinde, du mieser Dieb. Irgendwann krieg ich dich doch. Oh, Leute. Den packen wir uns. Okay, jetzt... Oh, jetzt greifen sie mich zu zweit an. Das ist mies. Da will er eine Revanche, aber keine faire, sondern... Da wollen sie zu zweit angreifen hier. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt es doch gar nicht, ey. Boah, sind die dreckig. Das Schlimmste ist, ich werde jetzt von beiden Seiten attackiert. Stirb, du Bauer! Okay, da kann ich gerade nichts machen. Nein. Ich laufe geschwind. Und zwar sehr schnell. Ich laufe und springe und bewege mich. Los, hinterher! Ja, toll. Also, jetzt kriegen sie mich alle. Das war eine doofe Idee mit dem Laufen. Ja. Passiert hier mal was? Moment mal, wir haben jetzt... Moment, 508 Gold. Ich werde mich auf natürlichem Weg umbringen. Wenn sie mich jetzt noch weiter verfolgen. Obwohl, verfolgen sie mich? Nee, ne? Rodriguez, helf mir. Was kann ich für dich tun, Bruder? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Ah, das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung.
Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Gibt es viele Einbrüche? Erst vor kurzem wurden 3 Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Nix. Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Sid steckt hinter den Einbrüchen. Okay, du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Oder Kid? Oder ja, wie auch immer der heißt. Du weißt, dass Sid hinter den Einbrüchen steckt? Sid. Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Ah, okay. Und was hast du jetzt vor? Beweise sammeln? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Gut, was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Ja, sicher. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Ja, klar. Da werde ich die Einbrüche untersuchen. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut. Dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Gut, in welchen Häusern wurde eingebrochen? Gib mir einen Tipp. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der 3 sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich Flavio, den Fellhändler? Oben in der Gosse. Er hat sein Haus gleich neben dem Schrein der Heiligen Flamme. Nelson, den Kartenzeichner. Er hat seine Hütte auf dem Weg in die Gosse. Geh einfach die Treppe vom Hafen rauf. Okay, Baxter? Baxter, den Buchhalter. Gleich neben der Fleischerei. Schließlich führt er hier die Geschäfte. Gut, dann bis später, Rodriguez. Finde ich gut, dass ich da mal was für dich machen kann. Und wir schauen jetzt erstmal, wer bist du? Du bist Baxter. Gut, mit dem reden wir zuerst. Moment. Jo. Dreimal dick.